Ich habe mich heute mal fürs kleine Frühstück entschieden, weil wir treffen heute die Lena, unsere Taufpatin. Na, da kann man ja nur abstinken von der Figur. Deswegen jetzt erstmal ein bisschen Gemüse und Stärken und dann geht's los. Hallo, ich sitze jetzt in der Badewanne alleine, aber neben mir, haha, da sitzt die Taufpatin. Hallo. Hallo, die Hi. Lena ist da und wir haben ein paar Fragen. Wir haben uns auf dem Schiff mal umgehört und der Thomas fragt, ob du Kreuzfahrterfahrung hast. Hast du ja jetzt noch nicht so, oder? Nein. Erzähl mal, wie war es denn bisher? Also ich habe tatsächlich noch gar keine Kreuzfahrt-Erfahrung. Das ist meine erste und ich muss sagen, ich bin heute mit dem tollsten Ausblick aufgewacht, weil ich bin ganz hinten am Schiff, meine Kabine ist ganz hinten und ich habe eine wahnsinnig tolle Terrasse. Und es war einfach so ein Blick. Als ich die Gardinen aufgemacht habe, habe ich einfach nur das Meer gesehen und die Sonne und es hat geglitzert. Hast du irgendwie jetzt, bis auf das Glitzermeer, irgendwie ein Highlight, wo du sagst, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das hier gibt auf dem Schiff? Es gibt ganz viel tatsächlich, wo ich gedacht habe, dass es das überhaupt auf einem Schiff gibt. Wow! Also es ist wirklich, was ich sagen muss, sehr durchdacht. Also wenn man hier tagsüber, man kann ins Schwimmen gehen, man kann hier ins Spa gehen. Der Spa-Bereich ist ja riesig, habe ich gerade gesehen. Ich bin ja ein riesen Spa-Fan, also das hier ist ja echt mein Traum. Es gibt immer so viele Plätze, wo man sagt, okay, man kann irgendwie so viele unterschiedliche Sachen machen und je nachdem, worauf man Lust hat, man kann auch sagen, hey, man macht mal einen ganzen Nachmittag ganz entspannt bei sich, total privat auf der Terrasse. Oder man geht irgendwie raus in die Beach Lounge oder es gibt ja diesen coolen Infinity Pool auch noch. Oh, ja. Da muss ich unbedingt noch rein. Oh, ich will unbedingt noch diese Rutsche ausprobieren, die ja unten auch ein Glasboden hat. Also es sind irgendwie schon viele Sachen, die man hier machen kann. Ich finde es ja immer sehr beeindruckend, wie das Schiff ausparkt. Könntest du ausparken? Du hast es ja gesehen in die Marsol, da war jetzt nicht so viel Platz und das Schiff war riesig. Also Autos kann ich ganz gut auspacken und ich kann tatsächlich auch einpacken. Auch sehr gut einpacken als Frau. Aber also ein Schiff, ja, ich glaube, da gehört schon ein bisschen Übung dazu. Das ist schon Wahnsinn, aber er hat den perfektesten Zeitpunkt überhaupt gewählt, weil wir sind wirklich so aus diesem Hafen raus beim Sonnenuntergang und das war so romantisch und ein toller Ausblick irgendwie auf den Hafen und die Sonne ging gerade unter und alles war irgendwie so pastellig und das war schon sehr, sehr, sehr schön. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, denn bei der Taufe. Bist du schon aufgeregt? Ja, ich bin total gespannt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert ganz, ganz, ganz viel und ich bin nämlich noch nicht vorbereitet. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber ich habe ja noch einen Monat. Die Bianca fragt, was du früher werden wolltest. Also bist du jetzt Model, Moderatorin, Taufpatin? Das denkt man ja nicht in der 6. Klasse. Och, das werde ich. Ich werde Taufpatin oder sonst was. Nee, tatsächlich nein. Ich weiß es gar nicht, weil ich wusste irgendwie nie, was ich machen wollte. Es war immer so, das war tatsächlich eine Zeit lang, hat mich das sehr gequält, die Frage, weil ich war dann so in der 11, 12 und alle wussten so die Richtung, die sie machen wollten. Und bei mir war es so, es hätte irgendwie alles sein können. Also mich interessiert viele Sachen, aber dann haben mich doch auch viele Sachen nicht so sehr interessiert, dass ich gesagt habe, okay, das will ich unbedingt machen. Ich bin so ein Mensch, bei mir passieren Dinge im Leben und das eine führt zum anderen. Und genau so ist es tatsächlich auch gekommen, was das Modeln und so weiter angeht. Das war auch überhaupt gar nicht geplant. Also ich hätte mir das selber ehrlich gesagt auch nie zugetraut, weil ich war sehr, sehr, sehr unsicher als junges Mädchen und kam so vom Dorf, kann man nicht sagen, aber aus einer sehr, sehr kleinen Stadt und ich habe damit gar nichts zu tun und alles, was irgendwie größer als 30.000 Einwohner war, war für mich eine Großstadt und es war irgendwie alles unvorstellbar und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht. Und dann hat sich das alles ergeben, aber ich kann tatsächlich überhaupt gar nicht sagen, was ich gemacht hätte, wenn das alles nicht so gekommen wäre. Wie sieht es denn bei dir aus? Kannst du dir Gesichter merken? Weil du siehst ja wirklich viele Menschen. Ja, Gesichter kann ich mir merken. Namen ist eine Katastrophe. Ja. Ich bin die Nora übrigens. Hallo, ja. Die Lena. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Es ist natürlich, wenn man irgendwie so viele Namen den ganzen Tag damit zu tun hat. Und das ist mir echt manchmal richtig peinlich, weil ich meinen Namen nicht merken kann. Und ich kann mich auch noch so gut anstrengen. Das passiert irgendwie nicht. Dafür würde ich
überall wieder zurück nach Hause finden. Also ich habe so ein Straßenkartengedächtnis. Auch auf einer... Auf dem Meer? Auf dem Meer, ehrlich gesagt, nein. Das sieht für mich alles überall gleich aus. Danke, Lena. Es war sehr schön, sehr gerne, dich mal im Bett zu haben und nicht in der Badewanne. Das ist wahrscheinlich der bequemere Platz als die Badewanne. Mach's mir jetzt auch noch bequem. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die Lena geht jetzt wieder, die hat und ganz viel zu tun. Wir lassen dir ein bisschen Wasser ein. Die lässt mir noch eine Wanne ein, bringt mir noch ein Getränk. Und dann tschüssi noch. Tschüss.